In diesem Video hole ich mit Marokko die Weltmeisterschaft. So sieht das Team hier aktuell aus. Aber das Ganze wird hier eine 10 bis 15 Jahresaktion. Deswegen müssen wir hier einen sehr großen Umbruch einleiten. Die Außenverteidiger sind davon aber nicht betroffen. Was die Talente angeht, haben wir nur zwei junge Spieler, die über 80 Potenzial haben. Also das ist nicht ganz so gut. Aber ist natürlich hier mit den Jugendspielern gar kein Problem. Wir suchen jetzt hier einfach die Weltmeister der Zukunft. Aber bei den Jugendspielern gibt es ein Problem, denn da findet man sehr, sehr selten gute Stürmer. Deswegen werden wir tatsächlich Hakimi hier einfach mal zum Stürmer umwandeln. Hat einen sehr guten Abschluss. Ist vielleicht ein bisschen random, aber sehr, sehr wichtig, um diese Challenge hier zu packen. Und Masraoui ist auch einfach zu stark, um den auf der Außenverteidigerposition zu lassen. Deswegen wird er hier zum ZOM. Und wir holen noch einen weiteren echten Spieler dazu. Und zwar ist das dieser Spieler mit einer 65er Gesamtstärke und normalerweise nur 82 Potenzial, was durch den Wechsel aber hier direkt mal hochgegangen ist. Das hier ist der beste marokkanische Spieler, der unter 20 ist. Den wollen wir hier entwickeln, genauso wie den Rechtsverteidiger hier. Der hat nur 78 Potenzial. Ich hoffe, das bekommt kommen wir hin. Formation werden wir hier auch direkt mal ändern. Den Rest wollen wir natürlich hier mit Jugendspielern dann auffüllen. Und davon brauchen wir natürlich 7 richtig, richtig gute und am besten noch ein paar Backups. Und ob ich diese 3 Spieler hier hole, überlege ich mir, wenn ich die Jugendspieler dann gesehen habe. Und hier sehen wir direkt den ersten richtig guten Jugendspieler. 1,5 Millionen an Marktwertpotenzial sieht auch gut aus. Und ich glaube, hier haben wir auch direkt unseren Linksverteidiger gefunden. Und das ist das Ergebnis nach 2 Monaten Scouting. Den besten Spieler werden wir auch direkt mal verpflichten. Dann sehen wir natürlich auch sein Potenzial. Ja, zeigt nur großes Potenzial, nicht perfekt, aber ich glaube, den werden wir trotzdem einfach in der Mannschaft lassen. Das dynamische Potenzial regelt ja hier. Aber wenn natürlich ein besserer kommt, werden wir ihn natürlich ersetzen, denn diesen Spieler konnten wir uns jetzt hier nicht mehr holen und dann haben wir natürlich auch 3 Jahre mehr Zeit, was natürlich bei dieser Challenge ganz wichtig ist. Dieser Spieler könnte aber kommen, falls wir keine weiteren passenden ZMs finden. Und ich glaube, hier sehen wir auch direkt schon unseren neuen Torwart. Da müssen wir aber noch überlegen, ob wir vielleicht noch den jüngeren Spieler hier holen, wenn er dann 16 wird. Davor sehen wir aber schon mal einen Linksverteidiger, den wir hier auch direkt mal in die Mannschaft packen werden. Genauso wie diesen Stürmer, der sogar tatsächlich auch Stürmer spielen kann. Der hat gute Werte bei dem Abschluss. Normalerweise finden wir das wirklich sehr, sehr selten bei den Jugendspielern. Also nicht selten, sondern so gut wie nie eigentlich. Aber wenn der jetzt hier noch richtig gutes Potenzial hat, was wir natürlich gleich hier sehen, ja, dann brauchen wir Hakimi gar nicht auf der Stürmerposition. Und danke für euren Support, wo wir das Ganze mit Australien gemacht haben. Lasst uns auch diesmal wieder hier die 780 Likes packen. Hat sich sowieso so ein bisschen falsch angefühlt, aber wir müssen natürlich gucken, ob das Ganze hier passt. Und nein, der hat gar kein Potenzial. Okay. Hakimi muss einfach mal Stürmer bleiben. Da können wir wirklich kein dynamisches Potenzial oder so riskieren, wenn er hier noch nicht mal großes Potenzial stehen hat. Bei dem Linksverteidiger nicht ganz so schlimm, aber Torwart und Stürmer, das muss einfach passen. Aber wenn wir Glück haben, dann ist Ibrahim hier einfach mal ein richtig guter Stürmer. Und im gleichen Scout-Bericht finden wir anscheinend seinen Bruder, der auch 1 Million an Marktwert hat, aber kein Stürmer sein wird. Und nochmal ein weiterer Spieler, alle aus demselben Scout-Bericht. Okay, auf der ZOM-Position sind wir eigentlich schon überbesetzt, aber einen rechten Flügel könnten wir hier noch gut gebrauchen. Wir sind natürlich ein Club speziell für Jugendspieler, aber dass wir direkt den nächsten mit 1 Million hier haben, ist ein sehr gutes Zeichen. Also bei einem Club wie Ajax Amsterdam, da wird man einfach bessere Jugendspieler von Anfang an bekommen. Und wir haben hier beim eigenen Verein auch den Fokus auf Jugendspieler gesetzt und werden gleich direkt schon die Mannschaft zusammenstellen können. Leider hat FIFA jetzt nicht besonders viele Namen für die marokkanischen Jugendspieler sich hier ausgedacht, aber zumindest haben sie hier ordentliches Potenzial und werden uns hier bei den nächsten 4 Spielern direkt auch das Potenzial wieder angucken können. Geht nämlich immer ab einer 60er Gesamtstärke. Und wir sehen schon, das ist der beste Spieler, aufregender Mann für die Zukunft. Der wird also hier im Verein bleiben. Alle anderen Spieler, die jetzt nicht das perfekte Potenzial haben, werden wir freigeben. Auch die können natürlich später in der Nationalmannschaft dazustoßen, damit wir da natürlich dann auch Backup-Positionen haben. Okay, von den Torhütern war ich bis jetzt noch nicht so überzeugt, aber ich glaube, von diesem werde ich überzeugt. Denn er hat ein 66er Rating, aber Potenzial, ja, könnte nicht so gut sein. Wir werden uns aber direkt mal davon überzeugen. Okay, zeigt nur großes Potenzial, aber es wird unser Stammkeeper. Einen besseren werden wir erstmal noch nicht finden können. Wichtig ist erstmal, dass wir diese Mannschaft zusammenbauen. Ich hoffe, ihr habt schon einen Daumen nach oben da gelassen. Und damit ihr das natürlich nicht verpasst, hier einfach kostenlos abonnieren. Damit könnt ihr auch hier meinen Vertrag verlängern. Und wir sehen hier direkt die nächste Position, die wir austauschen werden. Denn dieser rechte Flügel hat hier einfach mal Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Also das Höchste, was geht. Er wird also viel schneller wachsen. Und die Gefahr, dass er dann irgendwann stagniert, ist natürlich auch viel geringer. Diesen Spieler werden wir hier behalten und diesen dann einfach freigeben. Also vorne sieht es schon mal richtig gut aus. Aber ja, hinten haben wir natürlich ein großes Problem. In Verteidiger und ZM-Position. Aktiviert davor noch ganz schnell hier die Glocke, damit euch hier auch alle Videos angezeigt werden. Und jetzt will ich euch hier 3 gute Spieler zeigen. Und hier können wir unsere beiden Innenverteidiger direkt schon mal haben. Einen rechten Verteidiger werden wir hier umtrainieren. Da müssen wir natürlich das Potenzial angucken, genauso wie bei diesem Spieler. Okay, einmal wird gar kein Potenzial angezeigt. Das ist dann schon so ein bisschen problematischer. Großes Potenzial, das sollte ausreichen, vor allem auf der Position. Fehlen also nur noch 2 Positionen. Und jetzt seht ihr direkt den nächsten Innenverteidiger, den ich hier geholt habe, beziehungsweise vom
links außen hier einfach mal zum Innenverteidiger umtrainiert habe, der auch hier die vorletzte Position füllt. Wir brauchen jetzt nur noch einen guten Verbindungsspieler. Und da werden wir jetzt nicht auf einen Jugendspieler setzen, sondern auf einen Spieler von Eintracht Frankfurt. Und wir müssen natürlich sein 78er Potenzial in eine viel, viel bessere Gesamtstärke hier verwandeln, damit wir eine Chance auf den WM-Titel haben. Okay, und mittlerweile sind wir hier auch schon im März. Wir sind in der 4. englischen Liga unterwegs, also der Spieler wird erst gleich dann natürlich in der neuen Saison kommen. Und danach werden wir hier natürlich ganz, ganz viel simulieren. Als Backup für die ZM-Position ist übrigens dann dieser Spieler hier eingeplant. Und nachdem ich in dieser Saison hunderte Jugendspieler hier durchgeguckt habe, einige davon auch in diese Mannschaft gepackt habe, viele aber freigegeben habe, sind wir jetzt am Ende der allerersten Saison. Und dafür, dass es eine komplett verrückte Idee war, hat Hakimi direkt hier geliefert mit 27 Scorer-Punkten und diese Mannschaft auch zum ersten Aufstieg hier geschossen. Aber das Ganze ist nur Nebensache. Wir konzentrieren uns natürlich hier auf die Entwicklung und Nationalmannschaft. Wir sehen ein paar Engländer, aber die sind jetzt hier einfach nur zum Kaderfüllen da. Und jetzt kommt auch der ZM-Spieler von der Eintracht. Der wird sich jetzt hier hoffentlich richtig gut entwickeln. Wie zum Beispiel dieser Spieler, der jetzt einfach Potenzial hat, etwas Besonderes zu werden. Das dynamische Potenzial macht das hier möglich. Sehr gute Sache. So muss das aber natürlich bei allen Spielern hier funktionieren. Torwart gibt es immer noch ein kleines Problem. Und jetzt, 2-3 Monate in der zweiten Saison, ist es endlich soweit. Hakimi wird auch zum richtigen Stürmer. Und auch die zweite Saison ist jetzt hier simuliert. So sieht die Mannschaft aus. Und so sehen die Statistiken aus. Die Mannschaft ist aufgestiegen, wieder auf den zweiten Platz. Und wir sehen, Hakimi rastet hier mal komplett aus. Das große Problem könnte da aber kommen, denn er ist schon 25 Jahre alt. Also so extrem viele Weltmeisterschaften werden wir da nicht Zeit haben. Und jetzt sind wir hier im Juni 2025, also ein Jahr vor der ersten WM hier im FIFA-Karrieremodus. Ja, die Mannschaft ist natürlich noch überhaupt nicht bereit. Aber die Weltmeisterschaft danach, die könnte sehr interessant werden. Wir sehen jetzt auch hier auf dem rechten Flügel einen Spieler, der hier richtig eskaliert. Nicht nur vom Rating plus 7 in dieser Saison, sondern auch von den Statistiken her. Hakimi, der erste 90er. Ja, also vorne um die 3 mache ich mir schon mal keine Sorgen. Das sieht alles sehr gut aus. Und zum Anfang der Saison gibt es hier eine richtig gute Nachricht, denn der Torwart ist hochgegangen von seinem Potenzial. Ich habe nebenbei schon nach anderen hier gesucht, aber wir haben noch ein paar freie Spieler, die sich da auch noch entwickeln können. Aber das Ganze werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Ja, das sieht ganz gut aus von dem Potenzial. Okay, linker Flügel jetzt nicht perfekt. Zeigt großes Potenzial. Die brauchen dann wahrscheinlich noch so ein bisschen länger. Auch der ZM hatte wenig Potenzial, ist aber jetzt hochgegangen. Und das ist natürlich immer ein gutes Zeichen. Wir gehen also jetzt hier rein ins WM-Jahr und sind auch direkt schon in der Premier League am Start nach 3 Aufstiegen in Folge. Und jetzt können wir hier auch zum ersten Mal den Nationalkader zusammenstellen. Wir sehen Hakimi auf der 91er Gesamtstärke vorne drin. Aber vor allem sehen wir natürlich viel zu wenige Jugendspieler. Aber dieser Spieler hat schon eine 85er Gesamtstärke nach der Saison hier und ist natürlich hier automatisch schon mit dabei. Auch unser Keeper ist als Backup mit dabei. Natürlich haben wir in diesem Jahr nur Außenseiterchancen gegen Brasilien. Starten wir auch direkt mit einer Niederlage gegen die Österreicher. Können wir aber gewinnen. Hält uns natürlich hier im Turnier gegen Wales. Haben wir jetzt also die große Chance. Ihr seht jetzt auch hier das Team, was wir zusammengestellt haben. Einfach die besten Ratings. Leider noch nicht komplett unsere Ausbildungsmannschaft. Aber ein paar weitere gute Talente gab es dann natürlich noch. Die für uns aber natürlich hier zu alt waren. Wir gucken direkt mal drauf gegen Wales, wie das Ganze hier ausgeht. Es wird ein Unentschieden. Wir holen also 4 Punkte. Und das Ganze reicht hier zum Weiterkommen. Und die Statistiken habe ich jetzt hier leider verpasst. Wir sind jetzt direkt in der neuen Saison und spielen gegen Deutschland im Achtelfinale. So sieht Deutschland also hier im FIFA-Karrieremodus im Jahr 2026 aus. Aber mit dem 92er Hakimi vorne drin, hey, können wir, denke ich mal, mithalten, aber nur bis zum Elfmeter schießen. Masraoui verschießt. Ganz, ganz bittere Geschichte hier. Ja, ein bisschen mehr habe ich mir schon erhofft mit den Gesamtstärken, aber natürlich sind wir immer noch in der Ausbildungsphase. Wir haben jetzt hier 4 Jahre Zeit, um es besser zu machen beim nächsten Turnier. Wir sehen, Brasilien gewinnt einfach mal 4:0 im Finale. Und nach der nächsten Saison sehen wir hier nur noch 2 Spieler, die die 80er Gesamtstärke noch nicht erreicht haben. Wir gucken im Mittelfeld der Premier League hier rum. Das sind die Statistiken. Wir sehen natürlich vor allem die Entwicklung. Damit wollen wir gar nicht aufhören, deswegen springen wir direkt in die nächste Saison. Und vor allem der Torwart entwickelt sich jetzt hier richtig gut. Entwicklungsplan da natürlich nochmal angepasst. Und auch die anderen Gesamtstärken sehen hier richtig gut aus, auch auf dem rechten Flügel die 90. Und diese Mannschaft hat es tatsächlich auch geschafft, auf den zweiten Platz der Premier League zu rücken, spielen also nächstes Jahr hier in der Champions League, was natürlich ein sehr gutes Zeichen ist. Juni 2029, also ein Jahr vor der WM. Die Saison lief jetzt nicht so gut, 5. Platz in der Premier League und das Gruppen aus als letzter in der Champions League, aber die Hauptsache sind natürlich hier die Ratings. Und ja, jetzt haben auch alle Spieler die 80er Gesamtstärke erreicht. Das war ein Risiko, was einfach zu hoch war auf der Position. Aber wenn wir die Position hier einfach mal ausblenden, dann noch ein Jahr dazu rechnen, dann sind wir natürlich einfach die beste Nationalmannschaft von den Ratings her. Und ein paar weitere Jugendspieler werden da auch noch in das Team kommen. Wir sehen jetzt aber erstmal den rechten Flügel, der nicht als einziger hier Hassan heißt, aber ja, ziemlich hier abliefert. 47 Scorer-Punkte. Und ich meine, wir spielen hier in der Premier League. Da hat das natürlich nochmal einen ganz anderen Wert. Ja, Hakimi geht leider so ein bisschen runter, obwohl er jetzt auf der
95er Gesamtstärke ist, der beste Spieler zusammen mit Mbappé. Und wie jede Saison passen wir hier die Entwicklungspläne an, damit wir auch wirklich das Maximum aus den Spielern hier rausholen. Und jetzt ist es soweit, der WM-Kader für 2030 muss zusammengestellt werden. Und ganz so viel brauche ich da nicht zu ändern, die besten Spieler sind mit dabei. Und was haben wir bitte für eine absolute Todesgruppe hier erwischt? Argentinien, Kroatien und Norwegen mit Haaland. Wir haben hier keine goldene Generation, wir haben einfach mal eine Diamant-Generation mit Hakimi auf der 96er Gesamtstärke, offiziell der beste Spieler im Spiel. Der ist sogar besser als Haaland, aber wir wissen natürlich, dass der immer mal ein Tor schießen kann. Aber gut, mit dieser Mannschaft darf man sich eigentlich auch überhaupt nicht verstecken. Trotzdem habe ich jetzt Angst, mit dieser Mannschaft hier rauszufliegen. Und das hier aus folgendem Grund. Hakimi ist jetzt schon 31 Jahre alt, wird nicht seine letzte Weltmeisterschaft, aber wahrscheinlich die vorletzte. Und bei der nächsten wird er nicht mehr die 96er Gesamtstärke haben. Ich denke, der wird runtergehen. Und das gleiche wird natürlich auch bei Masraoui passieren, da sogar früher. Also die sind jetzt in ihrer absoluten Prime. Gehen wir also direkt rein. Erstes Duell jetzt hier direkt mal gegen Argentinien, gegen Agudelo, also den Messi-Region. Aber auch der wird nicht auf der 96er Gesamtstärke sein. Wir sehen ein 2:1. Und ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen, weil ich ihn hundertprozentig falsch aussprechen werde. Aber der Eintracht-Spieler vom Anfang, ausgerechnet er, der schwächste Spieler, der macht hier ein ganz, ganz wichtiges Tor. Ja, aber auch Kroatien darf man natürlich hier nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, wir sind das beste Team. Deswegen sollten wir auch weniger Angst haben und einfach hier in die Spiele reingehen und einfach mal 2:0 gewinnen. So sah es hier übrigens mit dem Verein aus, aber das ist komplett egal. Denn für uns zählt natürlich jetzt hier nur der WM-Sieg. Vorher wollen wir aber hier gegen Norwegen die Gruppe gewinnen. Mal gucken, wer das Duell gewinnt. Hakimi oder Haaland. Und wir sehen, Hakimi gewinnt es. Also keiner so richtig, denn keiner von beiden macht ein Tor. Und wenn du aus der absoluten Todesgruppe hier einfach mal mit 9 Punkten rausgehst, dann kannst du das Ganze ja fast nur mit Jugendspielern hier gemacht haben. Okay, die Gruppe war aber auch ziemlich stark. Wir könnten auf Italien oder Belgien treffen. Das wären die besten Mannschaften hier. Wir treffen aber hier auf die Ukraine und das ist natürlich hier ein Pflichtsieg für uns. Also bis jetzt sind die Gegner von Spiel zu Spiel so ein bisschen schwächer geworden, muss man sagen. Aber das heißt in der Simulation natürlich hier nichts. Wir sehen jetzt, dass wir anscheinend so ein bisschen hochmütig geworden sind. Denn ja, wir verlieren das ganze Ding im Elfmeterschießen. Und das ist natürlich jetzt eine extrem große Enttäuschung, direkt hier schon im Achtelfinale als bestes Team rauszufliegen. Auf diesen Pokal, den Spanien holt, müssen wir also 4 weitere Jahre hier warten. Aber bis dahin werden wir natürlich noch viel besser sein. Und ja, es würde uns nicht so viel bringen, aber Champions-League-Titel wollen wir natürlich hier trotzdem mitnehmen. Wir sehen, FA Cup haben wir einfach mal 5:0 gegen Man United gewonnen. Juni 2031 und wir haben auch die Champions League gegen Juve gewonnen. Die Jungs wissen also jetzt, wie man große Titel holt. Wir sehen auch hier eine 97er Gesamtstärke auf dem rechten Flügel. Der wird bis zum Turnier sehr wahrscheinlich die 99 hier erreichen. So sehen die Entwicklung und natürlich auch die Statistiken aus. 58 Scorerpunkte. Okay, der rechte Flügel, der könnte hier vielleicht sogar in dieser Folge noch Rekorde brechen. Die Entwicklung natürlich jetzt ein bisschen langsamer, aber vor allem auf der ZM-Position lief es gut. Im Vergleich jetzt zu den anderen aktuell. Wir haben übrigens auch alle möglichen Titel hier geholt, aber ein großer, der WM-Titel, der fehlt uns natürlich noch. Wir sehen auch hier, der 97er holt sich den Ballon d'Or. Die nächste Saison ist gespielt und es gibt einfach keine Schwachstelle mehr in der Mannschaft, die ZM-Position auf der 85er Gesamtstärke. Ja, Hakimi geht aber leider mit dem Rating runter. Eigentlich wäre das Beste, wenn er jetzt seine Karriere beenden würde, denn dann würde natürlich ein Regen, der extrem heftig wäre, hier auftauchen. Aber solange er nicht unter die 90 fällt, ist ja trotzdem alles gut. Champions League haben wir übrigens auch gewonnen und ich kann es jetzt nicht mehr verheimlichen. In den Notizen habe ich es zwar richtig geschrieben, aber hier bei der Teamerstellung habe ich Marokko einfach mal mit 2R geschrieben, statt mit 2K, auf ganz unangenehmer Basis unterwegs. Und direkt nochmal der Ballon d'Or. Und wir holen jetzt schon wieder die Champions League. Also eigentlich darf hier wirklich nichts mehr schief gehen. Auch die Premier League dominieren wir hier. Selbst der Spieler, der zwischenzeitlich hier zum Problem geworden ist, ist jetzt einfach mal ein Weltklasse-Spieler. Und Hakimi ist ein Jahr vor der WM auch in richtig guter Form, kommt wieder richtig zurück hier mit den Toren. Und jetzt, wo wir die Kader zusammenstellen, sehen wir, dass Hakimi einfach noch nicht mal nominiert ist, okay. Ja, wir sehen hier ein paar Jugendspieler, die aber natürlich gar keinen Sinn machen. Auch Masraoui ist hier raus, der ist auch mittlerweile ein bisschen älter. Aber natürlich mit einer 86 immer noch kein schlechter Spieler. Ja, und zum Glück gibt es das dynamische Potenzial, denn wir sehen, ja, die restlichen Jugendspieler, die haben sich jetzt nicht so wirklich gut entwickelt. Und jetzt hatten wir eben eine kleine Champions League-Serie, die reiste aber ausgerechnet vor dem WM-Turnier. Aber wir haben oft genug bewiesen, dass wir das Ding hier gewinnen können. Premier League gewinnen wir auch nochmal, sehr wichtige Sache. Wir haben Titel geholt, wir haben hier die Gesamtstärken mit Abstand die allerkrassesten. Bei der WM sogar eine 99er Gesamtstärke hier auf dem rechten Flügel. Und ein 35-jähriger Hakimi, der in Topform ist, der weiß, wo das Tor steht. Da gibt es auch gar keine Ausreden von wegen starke Gruppe oder sowas, falls wir den WM-Titel hier nicht gewinnen. Wäre es die größte Verarsche seit dem dynamischen Potenzial am Anfang von FIFA. Wir sehen direkt schon, dass wir mit 2 Siegen natürlich reinstarten. Dritter Gegner sollte natürlich auch kein Problem sein, obwohl da gibt es einen Unentschieden. Aber wir landen natürlich
trotzdem hier auf dem ersten Platz, aber der Gegner ist einfach mal Italien. Das hätte auch besser für uns laufen können. Aber gut, wir sehen ja auch, Dänemark hat hier einfach mal Brasilien besiegt. Wir sind im Jahr 2034, da heißt das nicht mehr ganz so viel. Wir gucken direkt mal auf das Duell gegen Italien und wir sehen, dass wir das in der Verlängerung durch Hakimi gewinnen, der hier einen Doppelpack schnürt. Also realistisch wäre doch, wenn wir jedes Team jetzt hier einfach 3-4-0 wegklatschen mit unseren Gesamtstärken, wäre das auch nicht unrealistisch oder sowas in die Richtung. Jetzt nächster Gegner Norwegen, die haben nur eine einzige 90er Gesamtstärke und wir haben nur zwei Spieler, die 90er Gesamtstärke hier nicht haben. Also falls wir das ganze Ding hier verlieren, dann müssten eigentlich alle hier zurücktreten. Haaland, der wollte das auch unbedingt, hat zwei Tore gemacht, aber zum Glück haben wir den rechten Flügel mit 99 und wir sehen direkt schon mit Frankreich unseren nächsten Gegner, der im Vergleich zu uns ja nicht so gut ist. Die spielen auch einfach mal ohne Mbappé, aber der Rio oder wie auch immer da ausgesprochen wird, das ist der Benzema Regen. Der ist also ungefähr auf der 93er Gesamtstärke, aber kein Plan, warum die ohne Mbappé spielen. Ich glaube, die haben jetzt eine 90er Gesamtstärke im Team und ja, so wie Norwegen ungefähr. Wir sehen schon wieder ein 3:2 und natürlich der 99er regelt das ganze Ding hier. Eben wollte ich jetzt hier Frankreich noch mit Norwegen vergleichen, habe dann aber gemerkt, ja, das macht ja gar keinen Sinn. Die sind dann halt auf jeder Position mit 85 bis 90 besetzt. Aber das reicht in diesen Zeiten nicht mehr, denn wir haben richtig gute Jugendarbeit geleistet und sind jetzt einfach mal im Finale gegen Deutschland. Und so sieht das Team von Deutschland aus. Moukoko vorne drin mit der 90er Gesamtstärke. Musiala, Wirtz und der neue Regent, die haben die 90. Aber ja, im Vergleich zu uns ist das natürlich eine Zweitligatruppe. Ja gut, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Ich hoffe, die antworten jetzt nicht auf den Platz. Ich hoffe, dass wir jetzt Weltmeister, der erste afrikanische Weltmeister hier mit Marokko werden und das hier gegen Deutschland im Jahr 2034. Wer sonst außer unser 99er bringt uns hier in Führung? Und auch Ali war richtig gut am Start. Das Team hätte das Ganze aber auch schon vor 4 Jahren machen können. Danke fürs Zuschauen. Und falls ihr die deutsche Jugendspielerfolge noch nicht gesehen habt, klickt euch direkt dahin. Dieses Team hier verwandeln wir mit 3 5-Sterne-5-Sterne-Scouts zu dem besten Jugendspielerteam der Welt.